Der 9. Oktober 1989 in Leipzig. Ein Tag der Entscheidung. Armee- und Betriebskampfgruppen stehen bereit. Wird hier die friedliche Revolution der DDR-Bürger mit Gewalt niedergeschlagen? Der Sozialismus wird nicht in Frage gestellt. Die Menschen wollen Freiheit, eine bessere DDR. Hier in der Nikolaikirche hatte der Protest begonnen. Die Montagsdemonstrationen. Wir haben alle gewusst, dass die Pekinger Lösung im Bereich des Möglichen war. Wenige Monate zuvor waren im kommunistischen China Studentenproteste gewaltsam beendet worden. Und mit diesem Gefühl sind alle 70.000 Menschen in die Stadt gegangen. Aus dieser Verzweiflung, aus dieser Angst, aus dieser Hoffnungslosigkeit heraus, das war die einzige Möglichkeit jetzt, entweder die oder wir. Am 7. Oktober 1989, dem 40. Jahrestag der DDR-Gründung, hatte die Volkspolizei in Ost-Berlin auf Demonstranten eingeprügelt, obwohl westliche Kamerateams daneben standen. Was wird am 9. Oktober in Leipzig geschehen, wo keine westlichen Medien zugelassen sind? Natürlich ging einem immer durch den Kopf, in Berlin haben sie geknüppelt, warum sollen sie hier in Leipzig nicht knüppeln? Warum sollen sie in Leipzig die Leute nicht? Es ist keiner da, der darüber berichtet. Es gibt ein paar Telefonleitungen nach Berlin, aber mehr auch nicht. Es wird die größte Montagsdemonstration, die es bis dahin in Leipzig gegeben hat. Ein prominenter Leipziger mahnt zur Besonnenheit, die Bürger und die Staatsmacht. Unsere gemeinsame Sorge und Verantwortung haben uns heute zusammengeführt. Wir sind von der Entwicklung in unserer Stadt betroffen und suchen nach einer Lösung. Wir alle brauchen einen freien Meinungsaustausch über die Weiterführung des Sozialismus in unserem Land. Wir bitten Sie dringend um Besonnenheit, damit der friedliche Dialog möglich wird. Sprach Kurt Masur. Die, die es gehört haben, denen wird es sicherlich geholfen haben, zumindest Ruhe zu bewahren. Erleichtert waren sie bestimmt nicht. Das war ja, es geschah hier. Sie hatten noch den ganzen Weg zu gehen. Sie gingen noch an dem Gebäude der Staatssicherheit vorbei. Sie gingen noch am Rathaus vorbei, wo überall eigentlich keine Hilfe zu erwarten war oder sogar, sagen wir mal, Konfrontation zu erwarten war. Dass der Tag friedlich bleibt, liegt am Verhalten der Leipziger. Die Polizei und Kampfgruppen keinen Vorwand zum Eingreifen liefern. Und Berlin schweigt. Die SED lässt es geschehen. Ich war erleichtert. Wir haben getanzt, als wir am 9. das erste Mal um den Ring rum waren. Es war eine fantastische Stimmung. Ich habe gesagt, das war der Abend, auf den unsere Eltern schon gewartet haben. Dass wir an denen vorbeimarschieren. Und wir haben es geschafft. Aber es ist ein Wunder. Der 9. Oktober 1989, ein Tag der Entscheidung. 4 Wochen später fällt die Mauer.